Nachdem wir nun T1 und T2 gewichtete Bilder gesehen haben, können wir uns nun der PD-Wichtung zuwenden. Wir haben bereits diese Gleichung gesprochen und gesehen, dass wenn eines der Exponentiale gegen 1 tendiert, der andere Teil der Gleichung dann die Wichtung bestimmt. Was passiert aber, wenn Sie TR und T so wählen, dass beide Exponentiale gegen 1 tendieren? In diesem Fall ist die Signalintensität nur von der Protonendichte abhängig, daher der Name dieser Wichtung im Englischen Proton Density und im Deutschen funktioniert auch die Abkürzung mit Protonendichte. Dazu müssen Sie einen langen TR und einen kurzen TE so wählen, dass diese Exponentiale gegen 1 tendieren. Oder in Kurven ausgedrückt, eine lange TR, um wenig T1 Kontrast zu haben, und kurze TE, um wenig T2 Kontrast, aber viel Quermagnetisierung zu erhalten. Am häufigsten finden Sie PD-gewichtete Bilder bei Gelenkuntersuchungen in Kombination mit Fettunterdrückungsmethoden. Wie Sie sehen können, haben Sehnen in der PD-Wichtung wenig Signal und Zysten, Ödeme, Entzündungen oder Infektionen erscheinen eher hyperintens. Dies bedeutet, dass Sie einen guten Kontrast zwischen Anatomie und Pathologie erzielen. Da Fett hyperintens erscheinen würde, müssen wir es unterdrücken, um hyperintense Läsionen besser sichtbar zu machen. Die Fettsättigung wird ein Thema sein, das wir später gemeinsam betrachten werden. Protonendichte Bilder wurden in großem Umfang für die Bildgebung des Gehirns verwendet, aber sind aber jetzt weitgehend durch Flair ersetzt worden. Die PD bietet jedoch weiterhin eine hervorragende Signalunterscheidung zwischen Flüssigkeit und den verschiedenen Knörpelformen, was diese Sequenz, wie bereits erwähnt, ideal für die Beurteilung von Gelenken macht. Zusammengefasst, für PD-Wichtung stellen Sie T lang und T kurz ein. Das bedeutet, dass der protonendichte Kontrast eine quantitative Darstellung der Anzahl der Protonen pro Gewebeeinheit ist. Je höher die Anzahl der Protonen in einer bestimmten Menge von Gewebe ist, desto größer ist die transversale Komponente der Magnetisierung und desto heller, hyperintensiver ist das Signal auf dem protonendichten Kontrastbild. Umgekehrt geht, je geringer die Anzahl der Protonen in einer bestimmten Menge an Gewebe, desto geringer ist die transversale Magnetisierung und desto dunkler ist das Signal auf dem protonendichten Bild. Auch hier werden die drei Gewichtungen zusammengefasst. Der lang T kurz ist die PD-Wichtung. TR lang und T lang wird die T2-Wichtung und TR und T kurz ist die T1-Wichtung. Sie sollten aber schon bemerkt haben, dass eine TR-T-Kombination keinen Sinn macht. T lang und TR kurz. Eine kurze TR bedeutet, dass die Gewebe nicht viel Längsmagnetisierung neu aufgebaut haben, sodass sie bei der nächsten Anregung nicht so viel in Quermagnetisierung umwandeln können. Außerdem bleibt bei einem langen TE viel Zeit, damit diese bereits geringe Quermagnetisierungsmengen aufgrund der T2-Relaxation verschwinden. Das Bild wird auch nicht klinisch verwertbar sein. Wie Sie sehen können, sind die Kontraste nie sehr gut und auch das Signal zum Rauschenverhältnis, das SNR, ist bescheiden. Wiederum, im Vergleich zu zum Beispiel einem normalen T1 hier rechts und das linke Bild, das Sie nicht erzeugen wollen. Abschließend möchte ich kurz alle Begriffe wiederholen, die wir hier gesehen haben. Die T1-Relaxation ist der Wiederaufbau der Längsmagnetisierung. Die T1-Relaxationszeit ist die erforderliche Zeit bis zum Wiederaufbau von 63% der Längsmagnetisierung. Von T1-Wichtung spricht man, wenn im Bild die Signalintensität überwiegend von T1-Relaxation unterschieden zwischen den Geweben abhängt. T2-Relaxation ist der Zerfall der Quermagnetisierung. Die T2-Relaxationszeit ist die erforderliche Zeit bis zum Zerfall von 63% der Quermagnetisierung. Von T2-Wichtung spricht man, wenn man im Bild die Signalintensität überwiegend von T2-Relaxation unterschieden zwischen den Geweben abhängt.
Es kann Ihnen hilfreich sein, sich bewusst zu machen, was Sie ändern können und was nicht, wenn Sie am Gehirn sind. Für den Kontrast können Sie zwei Kategorien sehen. Intrinsische Kontrastparameter und extrinsische Kontrastparameter. Intrinsische Kontrastparameter sind diejenigen, die Sie nicht ändern können, weil sie gewebespezifisch sind. Dazu gehören T1 und Relaxation, T2 Relaxationszeiten, die Protonendichte, der Fluss der Protonen in die Gefäße zum Beispiel und der ADC, der scheinbare Diffusionskoeffizient oder Apparent Diffusion Coefficient. Zwei Punkte haben wir bereits behandelt, den Rest kommt in späteren Folgen. Extrinsische Parameter sind diejenigen, die von der Pulssequenz abhängen und die wir tatsächlich wählen können. Wir haben uns hier nur auf T und T in Spin Echo konzentriert, weil es nicht zu kompliziert, ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Aber es gibt auch turbospinische Sequenzen, bei denen der Turbofaktor nicht nur die Zeit, sondern auch den Kontrast beeinflusst. Es gibt Messungen wie Flare und Stir, die TI-Zeiten, also Inversionszeiten, benötigen. Es gibt auch die zweite große Familie von Pulssequenzen, nämlich die Gradientenecho-Familie, bei der der Flipwinkel, also der Winkel, mit dem wir bei der Anregung die Längsmagnetisierung in Quermagnetisierung umwandeln, ebenfalls eine Rolle spielt. Und was wir bisher gesehen haben, sind die spinischen Sequenzen, bei denen dieser Flipwinkel 90 Grad beträgt. Nicht zuletzt wird bei der DWI-Sequenzen auch der B-Wert eine Rolle spielen, aber das werden wir in einer separaten Folge besprechen. Also, wie Sie sehen, haben wir nur die Oberfläche angerührt. Die Spannung bleibt und es gibt noch viel, den wir zusammen lernen können. Bis zum nächsten Mal und mögen die Protonen mit Ihnen sein.